Hey Leute, herzlich willkommen bei The Wrist Guy. Heute geht es um 5 Dinge, auf die du achten musst, wenn du eine Uhr als Investment kaufen willst. Legen wir los. Leute, dieses Video ist speziell an die Leute gerichtet, die sich eine Uhr für den Werterhalt kaufen möchten, die eine Investmentuhr haben wollen. Ich weiß, polarisierendes Thema, viele Leute kaufen eine Uhr, weil sie ihnen gefällt. Natürlich, ich auch, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man auch irgendwo einen Werterhalt hat bei seiner Uhr. Das sage ich auch immer in meinen Videos und viele Leute fragen mich immer, hey, wie gehe ich davor, wenn ich denn tatsächlich bei meiner Uhr einen maximalen Werterhalt, wenn nicht sogar Wertsteigerung haben will? Nummer 1. Kauf von einer bekannten Marke. Und das klingt einfacher, als es ist. Viele Marken auf dieser Welt sind bekannt, aber mach dir einfach mal ein bisschen ein Bild davon, welche Marken es so gibt. Es muss nicht immer Rolex, AP oder Patek sein. Abhängig von deinem Budget kann es auch Omega sein, kann es auch Cartier sein, kann es aber auch Vacheron Constantin sein. Also es ist eigentlich egal. Es geht nur darum, was ist dein Budget? Und welche Marke ist in deinem Budget die renommierteste Marke? Schaff dir ungefähr ein Bild vom Markt und welche Marken es wo gibt. Und was natürlich auch dein Budget ist. Wenn du jetzt sagst, Budget 3.000 bis 4.000 Euro, sage ich Tudor. Wenn du sagst, dein Budget etwas mehr, 5.000 bis 6.000 Euro, sage ich zum Beispiel Cartier oder Omega. Wenn du sagst, dein Budget ist 10.000 Euro, dann würde ich sagen, okay, geh Rolex, Vintage oder neu. Wenn du sagst, du hast noch mehr Budget, dann gehst du natürlich Richtung AP, Patek, Vacheron, goldene Rolex. Da gibt es ganz viel. Also erstmal mach dir klar, was ist dein Budget und welche Marken gibt es in diesem Budget und kauf dann von einer dieser renommierten Marken. Nummer 2, wenn du die Marke gefunden hast, kauf ein klassisches, ikonisches Modell von dieser Marke. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel Omega. Omega hat ein Dutzend verschiedene Modelle von Seamaster über Speedmaster über Railmaster über Deville oder weiß ich nicht was alles. Du wirst jetzt bei Omega bitte keine Deville kaufen, sondern wenn du zu Omega gehst, kaufst du eine Speedmaster. Vielleicht noch eine Seamaster. Oder wenn du bei Cartier bist, dann kaufst du dir eine Tank oder eine Santos. Da gehst du jetzt nicht irgendwo hin und kaufst dir eine Ballon Bleu oder sowas. Oder eine Cartier Drive oder eine Roadster. Sondern du gehst immer zu den ikonischen Modellen. Breitling, Navitimer, Tag Heuer, Monaco oder Carrera. Omega, Speedmaster haben wir schon gehabt. Cartier, Santos oder Tank haben wir auch schon gehabt. Also such dir von der bestimmten Marke das ikonischste Modell raus, was am meisten Nachfrage hat natürlich und was auch am längsten schon am Markt ist. Jaeger LeCoultre wäre zum Beispiel die Reverso. Also finde dein Budget, finde deine Marke und dann finde das Modell, was bei dieser Marke eben ikonisch ist. Nummer 3, du hast jetzt Marke, du hast jetzt das Modell, jetzt musst du deine Hausaufgaben machen. Recherchieren. Recherchiere Tag und Nacht über dieses Modell. Wann wurde es eingeführt? Welche Referenzen gibt es? Wie lang wurde welches Modell gebaut? Welche verschiedenen Modellvarianten gab es und gibt es heute noch? Das solltest du alles wissen, damit du im Nachhinein weißt, okay, das Modell, was ich jetzt hier kaufe, sei es jetzt neu, gebraucht oder Vintage, ist tatsächlich ein gefragtes Modell oder ein besonderes Modell oder das Modell, was dir auch wirklich gefällt. Also Nummer 3, recherchieren und mach die Hausaufgaben. Sobald du dann recherchiert hast und weißt, welches Modell du möchtest, welche Referenznummer du gerne hättest, dann musst du jetzt Preise vergleichen. Schau im Internet, schau in Foren, schau auf Chrono24 oder schau beim Kanalsponsor Chronext, was diese Modelle kosten, was diese Uhren kosten. Da hast du dann ein sehr, sehr grobes Bild davon, wie viel die Uhr kosten darf, von bis, das ist dann so eine Preisspanne. Schau gerne vorbei bei Chronext, die haben dieses Video gesponsert, heißt natürlich nicht, dass meine Meinung gesponsert ist, schau bei denen vorbei. Bei Chronext sind die Preise tendenziell ein kleines bisschen über dem Marktstandard, das ist einfach, weil Chronext einen hammermäßigen Service bietet, aber sei dir dem bewusst, du kriegst es wahrscheinlich woanders auch billiger, aber halt dann nicht mit diesem Service und dieser Qualität. Nummer 5. Sobald du einen ungefähren Preis hast, du hast jetzt die Marke, du hast das Modell, du hast die Referenznummer, du weißt, was die ungefähr kosten soll, dann mach dich auf die Suche nach der Uhr. Die Jagd ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht bei dem Ganzen. Du durchsuchst Instagram, Social Media Foren, du schreibst allen möglichen Leuten. Dieser Punkt gilt eher für Vintage. Wenn du eine Uhr kaufst, die nicht mehr produziert wird, dann achte darauf, dass du Box und Papiere bekommst bei der Uhr. Das ist nicht absolut notwendig. Die richtige Uhr ist auch ohne Box und Papiere wertstabil, aber Box und Papiere tragen einen großen Teil dazu bei. Beispiel, wenn du jetzt eine Omega Speedmaster hast, die Uhren gibt es wie Sand am Meer. Wenn jetzt aber ein Sammler eine bestimmte Referenz sucht, die du zufällig hast, dann wird er auch Wert darauf legen, dass er die Box und die Papiere bekommt von dieser Uhr. Denn die Papiere werden in der Regel immer nur einmal ausgestellt und das ist beim Verkauf der Uhr bzw. beim ersten Kauf der Uhr.
Das heißt, wenn die einmal verloren gehen, gibt es die nie wieder. Deswegen sind die Papiere tendenziell schon was wert. Nochmal, heißt nicht, dass die Uhr ohne Papiere nichts wert ist, aber du zahlst weniger, du bekommst weniger. Und nicht nur, dass du weniger bekommst, die ganzen Leute, die die Uhr gerne mit Papieren hätten, fallen dir halt als Interessenten natürlich weg später. Deswegen für Investmentuhren achte drauf, dass du zumindest Papiere bekommst. Die Boxen kann man in der Regel irgendwo nachkaufen, die sind nicht so schlimm. Papiere sind in dem Fall wichtig. Gilt für alle Uhren, die Vintage sind oder eben nicht mehr produziert werden. Für alle neuen Uhren, die investmentmäßig was taugen, ist es so, dass du die auch direkt beim Händler kaufen kannst. Da sind sie aber in der Regel teurer, als wenn du sie gebraucht kaufst natürlich. Außer bei den drei magischen Marken Rolex, Patek und AP. Da wird es sehr, sehr schwierig sein, sie neu zu kaufen. Dazu kann ich vielleicht mal ein separates Video machen, wie du solche Uhren am besten zum Listenpreis beim Händler bekommst. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Aber wie gesagt, schau, dass du im Groben gesagt die Uhr gebraucht oder Vintage kaufst mit Papieren. Und dann machst du in der Regel nichts falsch. Schauen wir uns das Ganze vielleicht mal mit einem relativ konkreten Beispiel an. Du möchtest eine Uhr für ca. 5.000 bis 6.000 Euro haben. Soll Vintage sein, soll zum Beispiel sportlich sein. Dann würde ich jetzt sagen, Omega ist eine gute Marke. Welches Modell bei Omega? Was ist denn die ikonischste Modellreihe bei Omega? Das wäre in dem Fall die Speedmaster. So, jetzt haben wir Omega, wir haben Speedmaster. Dann würde ich jetzt mal schauen, welches Modell kaufe ich denn von der Speedmaster? Das Ding gibt es seit über 50 Jahren auf dem Markt. Da gab es über die Jahre so viele verschiedene Modelle. Ich war auch in dieser Situation, habe dann meine Hausaufgaben gemacht, habe beschlossen, ich will eine Uhr mit der Referenz 145022. Wurde sehr lang gebaut, ist nicht allzu teuer, aber ist auch Vintage und ist auch irgendwo wertstabil. Und dann habe ich noch geschaut, welche Jahrgänge waren denn wichtig für die Speedmaster. Ganz klar, Mondlandung 1969. Dann habe ich halt eine Uhr gesucht, die davor produziert war, weil wenn du recherchierst, weißt du, dass damals die Gehäusedeckel anders waren. Schon hast du eine Marke, du hast ein Modell, du hast einen ungefähren Zeitraum und du hast eine Referenz. Das heißt, du hast schon die ganze Vorarbeit gemacht. Jetzt gehst du zu dem Uhrenhändler deiner Wahl bei dir in der Nähe, schaust in Foren, schaust auf Social Media, schaust bei Chronext, Chrono24, schaust überall einmal rein und hast ungefähr ein Bild davon, was die Uhr kostet. Und irgendwann machst du dich dann auf die Suche und findest eine Uhr, wenn es geht, mit Box und Papieren, dann hast du ein Fullset und dann hast du eine ikonische Uhr von einer ikonischen Marke mit einem guten Lieferumfang, hoffentlich zu einem guten Preis gekauft und hast eine stabile Investition für praktisch Ewigkeit. Ja, niemand hat eine Glaskugel, aber für lange, lange Zeit. Denn du hast ja mit deiner Vorarbeit dafür gesorgt, dass du hier einen safen Kauf hast. So läuft es eigentlich mit, nicht nur mit Uhren, auch mit Vintage-Autos oder sowas. Es ist eigentlich immer dasselbe Spiel. Finde heraus was, mach die Hausaufgaben, mach die auf die Jagd und kauf zum guten Preis. Na gut, Leute, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie es euch gefallen hat. Ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie helfen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob es eine Uhr gibt, die ihr sucht. Vielleicht können wir hier gemeinsam in der Community darüber diskutieren. Und lasst mir sehr gerne Likes und Abos da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.